Liebe Gemeinde, die Regenbogenfahnen sind allüberall. Also selbst hier, ihr habt euch vielleicht über diese hawaiianische Regenbogenblumenkette gewundert. Die habe ich gerade vorher auf dem Sommerfest des CSD geschenkt bekommen. Hier hängt die Regenbogenfahne, da liegt sie. In der Stadt ist sie zu sehen, am Rathaus und überall sonst. Also es ist schon sehr regenbogig in den vergangenen Tagen geworden. Und es wird in der kommenden Woche, die Woche vom CSD hier in Stuttgart, noch viel regenbogiger werden. Draußen ist übrigens auch Wetter, das Regenbogen hervorbringt. Also es regnet und scheint die Sonne und irgendwie alles gleichzeitig. Und wer heute Glück gehabt hat, hat sicherlich schon einen Regenbogen sehen können oder wird ihn noch sehen können in den nächsten Tagen, wenn das Wetter dann dramatisch besser wird, was ich hoffe, dass es tut. Liebe Gemeinde, so ein Regenbogen ist ja schon was Faszinierendes und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich will mit einer Geschichte beginnen. Es ist wieder mal eine dieser Geschichten, die so vielleicht passiert sind, vielleicht aber auch nicht, von denen ich aber trotzdem denke, dass sie wahr sind. Langsam, ganz langsam hatte er sich wieder beruhigt. Langsam einatmen, nochmal ausatmen, ziemlich oft auf 10 zählen, sich beruhigen. Er war ja schon ein paar Mal wütend gewesen, aber so schlimm wie dieses Mal war es noch nie gewesen. Er hatte sich so große Mühe gegeben mit den Menschen und mit seiner Schöpfung, nur um dann zu sehen, was für egoistisches Pack sie waren, die nur an sich selber dachten und alles Denken und Handeln nur böse war und eigennützig. Er hatte seinen Bogen, mit dem er Blitzpfeile seiner Wut schleudern konnte, schon in der Hand gehabt, hatte die Wolken schon rufen wollen, hatte das Gewitter schon vorbereitet, den Stöpsel in den Wassern am Himmel schon beinahe herausgezogen, als er noch einmal ganz kurz innehielt. Er sah nochmal hinunter auf die Erde, die er gemacht hatte. Er sah Zebras und Gnus, die Elefanten, mit deren Ohren und Rüsseln er sich so große Mühe gegeben hatte. Und die lustigen kleinen Wasserflöhe und die Vogelspinne, deren behaarte Beine auf seiner Hand so lustig gekitzelt hatte. Und Hirsche und Rehe und Bären. Und was sollte denn aus den Maiglöckchen werden? Und den Mammutbäumen, wenn es sonst nichts mehr Lebendiges auf der Erde gab? Auf die Menschen? Ja, auf die Menschen, da konnte er verzichten. Mit ihren Städten und ihrer Umweltverschmutzung und mit ihrem Egoismus und ihrer Bosheit. Undankbares Pack. Aber alles andere, darauf wollte er dann doch nicht verzichten. Ja, eine Flut sollte kommen, aber okay, gut. Er würde Noah auftragen, ein Boot zu bauen, damit ein Neuanfang möglich sein würde. Noah. Ja, Noah war zwar auch nicht perfekt. Ehrlich gesagt, er hatte ein kleines Alkoholproblem und der allerbeste Vater war er auch nicht. Aber trotzdem, ihm traute er diesen Neuanfang zu. Mit ihm und seiner Familie wollte er neu anfangen. Und kaum war die Arche fertig, kaum das letzte Känguru hineingehoppelt und der letzte Tausendfüßler an Bord, da ging es richtig los. Da spannte Gott seinen Bogen, ließ die Blitze fliegen und die Erde ging im Wasser unter. Dann, als alles untergegangen war, als der Regen aufgehört hatte, die Wasser sich verzogen hatten, da hatte auch Gott sich wieder beruhigt. Er schaute sich die Katastrophe an und sein Zorn verflog. Er verflog, wie die letzten Wolken sich am Horizont verzogen. Und da beschloss Gott etwas. Nie, nie, nie wieder würde er so wütend werden. Nie wieder würde er es zulassen, dass er so ausrastete. Nie wieder würde er seinen Kriegsbogen spannen gegen die Menschen. Nein,
Er würde diese Waffe des Zornes ein für alle Mal an den Nagel hängen, mitten in die Wolken hinein. Dort sollte er sein, als Zeichen, dass in Zukunft Gottes Liebe die Überhand behalten würde. Und es sollte ein Zeichen sein für die Menschen, die ihn sahen, aber es sollte noch mehr ein Zeichen sein für Gott selber, dass Gott dieses Versprechen nicht vergessen sollte in der Zukunft. Weil er wusste, er würde bestimmt wieder wütend werden, wenn er an die Menschen dachte. Und als Gott den Bogen dann in die Wolken hing, da verwandelte er sich. Er verwandelte sich von einem todbringenden Instrument in ein schillerndes, buntes, leuchtendes Gebilde, fragil, beinahe durchsichtig und doch unglaublich schön. Der erste, der allererste Regenbogen. Eine Erinnerung für die Menschen und eine Erinnerung für Gott, dass Gottes Liebe größer ist als alles, mit dem wir den Zorn hervorrufen könnten. Liebe Gemeinde, ihr wundert euch vielleicht, warum ich diese Predigt zu Beginn des CSD, der CSD-Woche hier in Stuttgart an diesem schönen Juliabend mit einer Erzählung über die große Flut beginne. Eine Erzählung, die leicht ins Märchenhafte, ins Fabelhafte abgleitet. Was soll das alles mit uns zu tun haben? Außer, dass uns Regenbogen gefallen und ich jetzt hier diese Blumen hier um den Hals habe. Was hat das denn mit uns zu tun? Was hat denn der CSD mit Stuttgart zu tun? Ich glaube, es ist ganz viel, was das miteinander zu tun hat und warum diese Erzählung wichtig ist. Es ist die Erzählung, die eines der schönsten und romantischsten und zartesten Naturereignisse überhaupt entstanden ist, der Regenbogen. Und mit diesem Regenbogen natürlich dann auch das Symbol. Das Symbol, das diese Woche unser Rathaus in Stuttgart ziert, das dieses Jahr zum ersten Mal sogar vor der Villa Reitzenstein, dem Sitz des Ministerpräsidenten, geflattert ist, neben der Baden-Württemberg-Fahne, das was ganz Besonderes ist. Und das uns noch die nächste Woche begleiten wird und das wir hier im Gottesdienst auch überall sehen. Die Regenbogenfahne, unser Symbol. Und ich habe diese Geschichte erzählt, weil sie genau die Denkweise der Menschen vor weit über 2000 Jahren wiedergibt. Man dachte damals nicht in den Kategorien von naturwissenschaftlichen Gesetzen und objektiven Erklärungen, sondern man erklärte sich die Dinge um einen herum mit Geschichten, mit Ereignissen in der Schöpfung. Alles, was ist, hat einen Grund, warum es ist. Und oft hatten die Dinge, die ganz besonders waren, die besonderen Dinge, einen besonderen Grund, eine besondere Botschaft, etwas, was sie den Menschen mitteilen sollten. Und da ist es das Gleiche, damals wie heute. Auch heute sollen uns diese Regenbogenfahnen, Regenbogenaufstecker, Regenbogenbuttons, Regenbogenankleber auf den Autos und Regenbogenblumendinger etwas sagen. Der Regenbogen. Immer wenn er am Himmel war, sollten die Menschen daran denken, wie Gott seinen Zorn beruhigt hatte und wie er dann als Zeichen der Versöhnung und der Liebe seinen gewaltigen Kriegsbogen, mit dem er Blitze der Zerstörung abschießen konnte, als leuchtendes, buntes, zartes Gebilde an den Himmel hing, wo er es nie wieder wegnehmen würde. Da ging es gar nicht um wissenschaftliche Exaktheit, sondern es ging darum, dass ein starkes Bild eine starke Botschaft hat. Die Botschaft des Regenbogens, der zum ersten Mal am Tag nach der großen Flut am Himmel leuchtete, ist: Gott liebt euch. Gott liebt euch und Gott wird nicht noch einmal draufschlagen, ganz egal, was passiert. Daran sollt ihr jedes Mal denken, wenn ihr einen Regenbogen seht, einen echten am Himmel oder die nachgemachten in unseren Räumen. Und jedes Mal, wenn Gott wieder die Wut in sich spürt, wenn er ihn ganz schwäbisch der Zorn packt,
Dann will er auf den Regenbogen schauen und sich an sein Versprechen erinnern. Und auch wir leben mit Bildern, mit Symbolen. Darum hat unsere Szene, unsere Welt der Lesben, der Schwulen, der Bisexuellen, der Transgender und der Heteros und Heteras und was es sonst noch alles gibt auf dieser Welt, in diesem Spektrum des Seins, sich dieses Symbol gegeben. Die Regenbogenfahne. Viele bunte Farben, die ein schönes Ganzes ergeben. Die Licht sind, die bunt sind, die vielfältig sind. Und so viele Erklärungen der Farben gibt es, wie es Meinungen gibt. Bei 10 Leuten im Raum gibt es 20 Erklärungen. Und das ist gut so. Vom Rot der Liebe bis zum Blau, das wir in der Lederfahne wiederfinden. Vom Gelb der Sonne bis zum Grün der Hoffnung. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weitermachen und andere Bilder für Farben finden. Für mich ist der Regenbogen eben auch der Regenbogen am Himmel das Symbol für die Bewegung der Schwulen und Lesben, für den CSD. Ein besseres Symbol als den Regenbogen gibt es für mich nicht. Denn nur aus ganz vielem Unterschiedlichen, aus ganz vielem, das anders ist als das andere, setzt sich etwas Neues, Ganzes zusammen, das mehr ist als nur die Summe seiner Teile. Und genau so entsteht ja auch so ein Regenbogen. Unser naturwissenschaftlicher Blick sieht da ja etwas ganz anderes als Gottes Kriegsbogen, den er da an den Nagel gehängt hatte. Ich habe meinen Papa, also den kennt ihr ja in der Zwischenzeit aus Erzählungen, der ist pensionierter Physiklehrer, gefragt, wie das denn eigentlich funktioniert. Und man kann einen pensionierten Physiklehrer im Ruhestand echt in Verzweiflung treiben, wenn man solche Fragen stellt und sie dann die Antworten dann nicht kapiert. Er hat nämlich versucht, mir das zu erklären, nämlich dass durch Prismen auf einer Bogenlinie, was auch immer das sein mag, verschiedene Spektralfarben eben das tun, was Spektralfarben für gewöhnlich tun. Sie Spektralfarben so vor sich hin. Also schon da hatte er mich verloren. Und nach dieser physikalischen Erklärung wissen wir dann, dass unzählige kleine Regentropfen, einzelne individuelle Regentropfen, das ist wichtig, die aus den dunklen Wolken eines Gewitters fallen, vom Licht der Sonne getroffen werden und dort wie ein Prisma wirken. Und dass dort dann unzählig oft das weiße Licht der Sonne aufgefächert wird in unzählige Farbbänder, Farbstreifen. Und dass von jedem dieser Tropfen, unzählbar vielen, ein einziger Sonnenstrahl mein Auge trifft. Also ganz viele einzelne Sonnenstrahlen treffen mein Auge. Und andere kleine, unzählige Sonnenstrahlen treffen das Auge von dem, der da neben mir steht. Und aus diesen unzähligen einzelnen Sonnenstrahlen, jeder in einem leicht anderen Winkel reflektiert, mit einer ganz leicht anderen Orientierung im Leben, die ein ganz kleines bisschen anders ist als die Orientierung von dem Sonnenstrahl daneben, bildet sich dann der große Regenbogen in unserem Auge. Ein Regenbogen, der für alle, die ihn sehen, gleich aussieht, und jetzt wird es spannend, der für alle, die ihn sehen, doch ein bisschen anders ist. Weil der andere nämlich neben mir steht und einen anderen Regenbogen sieht, als den, der in mein Auge fällt. Und immer wieder entsteht dann auf ganz vielfältige Art und Weise aus Milliarden Regentropfen bei Tausenden von Menschen ein einziges neues Symbol, das Symbol von Gottes großer Liebe, gemalt aus buntem Licht. Und wie die einzelnen Wassertropfen seid auch ihr, jede und jeder Einzelne, ein Regenbogenfarbband für sich. Gemacht aus ganz vielen Facetten, jeder und jede ein bisschen anders, alle ähnlich zwar, aber nie zwei ganz gleich im gleichen Moment an der gleichen Stelle. Nichts Uniformiertes in der Natur, nichts Uniformiertes, Gleiches in der Schöpfung. Und all diese Teile, jedes für sich, bilden dann den Teil des Ganzen, den Regenbogen unserer Gesellschaft. Das ist das Geschenk Gottes in den bunten Farben unserer Regenbogenfahne, dass wir alle anders sind, dass wir alle anders sein dürfen und dass wir dann gemeinsam schön sind.
Und noch etwas ist spannend an diesem Regenbogen. Er erscheint immer dann, wenn irgendwo die dunklen Wolken drohen. An einem strahlend blauen Himmel wird kein Regenbogen da sein. Aber wenn sich der Himmel verfinstert, wenn es dunkel ist und die Sonne nur von Ferne drauf scheint, dann strahlt er auf einmal. Die kleinen Regentropfen, die oft in der Luft hängen, die sind immer ihr eigenes kleines Prisma. Wo immer ein Tropfen vom Licht getroffen wird, da bricht sich dieses Licht in vielen Facetten. Aber nur da, wo es dunkel wird und ganz viele Einzelne zusammenkommen, viele, viele zusammenkommen, wie am nächsten Samstag in der Parade, und bei denen, die daneben stehen, dann entsteht für einen Moment der große Bogen, das große Ganze, ein Bogen aus Licht, den Gott zwischen die Dunkelheit des Gewitters und uns gestellt hat. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die Aufgabe, die der Regenbogen und unsere Regenbogenfahne uns heute stellt. Heute am CSD Anfang hier in Stuttgart. Dass wir, die vielen kleinen bunten Tropfen, zusammenkommen und ein großes Ganzes bilden. Nicht einfach nur irgendwo in der Luft hängen und nichts tun, sondern gemeinsam etwas tun. Denn das eine ist wahr, liebe Gemeinde. Wir feiern hier zwar in schönem Wetter, und auch bei schönem gesellschaftlichem Wetter. Wir können hier unsere Regenbogenfahne zeigen. Hier mitten in Stuttgart können wir sie ins Rathaus hängen und an die Villa Reitzenstein. Und ich könnte mit diesen Blumen durch die Stadt laufen, ohne dass ich eine auf die Nase kriege. Wir leben im Licht. Aber das ist nicht überall auf der Welt so. Es gibt Regen, Gewitter, Sturm, Wolken am Himmel unserer Welt. Und da brauchen wir gar nicht arg weit gehen. Da reicht es, wenn wir in Europa bleiben. Als wir mit einer Stuttgarter Delegation und Menschen auch aus dieser Gemeinde vor ein paar Jahren in Bukarest waren zum CSD Rumänien, eine Handvoll Demonstranten, keine 200, die von irgendwie 1000 Polizisten geschützt werden mussten, ein paar hundert Demonstranten, die bunte Masken trugen, keine bunten Bänder, keine bunten Kleider, sondern bunte Masken, damit sie am nächsten Tag im Geschäft nicht erkannt werden würden, damit nicht irgendwo in der Familie oder am Arbeitsplatz einer sagen würde, du warst gestern auch dabei. Ein Fest, in dem Angst eine Rolle spielte. Angst nicht nur vor den Übergriffen gewalttätiger Jugendlicher, aufgehetzt von Politikern, von Nationalisten, die ihre eigene Suppe kochen, und von Kirchen, denen es mehr um die eigene Macht geht als um die frohe Botschaft, sondern Angst ums Leben. In Bukarest, da hat es damals nicht aus Wolken am Himmel geregnet, aber da standen und stehen in Europa noch dunkle Wolken der Unterdrückung am Himmel. Und wenn wir schon in Rumänien sind, fahren wir ein bisschen weit nach Norden, dann sind wir in Moskau. Moskau, das Schwulen und Lesben für die nächsten irgendwie 110 Jahre verboten hat, auf die Straße zu gehen und ihren Namen zu nennen. Oder wir gehen nach Afrika, wo es ganz üblich ist, Schwule und Lesben bei der Gelegenheit einfach auch gleich mal zu steinigen. Hier müssen wir, und zwar gerade wir, die wir im Licht leben, miteinander als Teil des Ganzen der Regenbogen sein, der zwischen den Menschen und der Dunkelheit steht. Das Zeichen, dass Leben möglich ist, dass Gott jedenfalls nicht zürnt, auch wenn uns die Politiker und Kirchenoberen von irgendwelchen orthodoxen Gemeinden das gerne einreden würden. Dass wir ganz bunt Teil der Welt sind. Oder um es einfach nochmal ein bisschen näher zu bringen, diese dunklen Gewitterwolken, ohne die es den Regenbogen nicht gibt, hier in Baden-Württemberg, im eigenen Ländle. Die Zahlen der Neuinfektionen mit HIV steigen in den letzten Jahren sprunghaft. Anstatt dass wir verantwortlich miteinander unsere Sexualität als etwas Schönes, etwas Befreiendes erleben dürfen, herrscht so oft Sprachlosigkeit, herrscht Vergessen, herrscht Verdrängen der Gefahr. Man guckt einfach nicht hin. Wie die kleinen Kinder, die Verstecke spielen und dann sagen, du siehst mich nicht. Das ist Teil dessen, was ich sehe, wenn ich unterwegs bin. Unwissenheit, gerade für unsere Jungen.
Hier müssen wir miteinander als Teil des Ganzen der Regenbogen sein, der zwischen den Menschen und der Dunkelheit steht. Der Regenbogen, der gebildet ist aus HIV-Negativen und HIV-Positiven, aus denen, die sich sicher sind und aus denen, die sich unsicher sind, aus denen, die geliebte Menschen an AIDS verloren haben und aus denen, die die Geschichten dieser Menschen hören müssen, denen es die Tränen in die Augen treibt. Wir müssen hier stehen zwischen den Menschen und der Dunkelheit und wenn es sein muss, einfach mit einem Euro, den wir in eine Spendenbüchse am nächsten Sonntag hineindrucken. Ein Euro, mit dem das getan werden kann. Hier müssen wir miteinander als Teil des Ganzen der Regenbogen sein, der immer wieder zeigt, wie bunt unser Leben ist, wie bunt unsere Orientierung, wie bunt unsere Sexualität ist und dass wir eben in diesem Licht, in dieser Buntheit auch leben dürfen. Dass wir vor dem Dunkel der Bedrohung sehen, dass auch das Leben, die Orientierung, ja, dass der Sex ein gutes Geschenk Gottes ist und dass wir feiern dürfen. So ist jede und jeder von uns ein Regentropfen, der das Licht in allen Farben ausstrahlt, jede und jeder in der ganzen Farbenpracht. Und jede an seiner, an ihrer Stelle, an seinem Platz ein klein wenig anders als alle anderen, die um uns herum sind. Viele Teile. Aber nur aus vielen Teilen entsteht das Ganze. Ein bunter Regenbogen. Seid bunte Regenbogen. Seid bunte Regentropfen, damit der Regenbogen in unserer Welt auch sichtbar wird. Und dass die Menschen nicht nur am Himmel sehen, wie schön Gottes Schöpfung ist und wie groß Gottes Liebe ist, sondern dass sie es von uns erfahren, durch uns und mit uns. Ihr seid die Teile und wir sind das Ganze. Der Regenbogen Gottes, nicht nur an den Himmel gehängt, sondern mitten in unsere Welt hineingestellt. An unsere Rathäuser und Regierungssitze gehängt und als kleine Buttons, die wir tragen können am Revier. Ein Zeichen, dass Gottes Liebe und Gottes Zuwendung über uns steht und Gottes Liebe kein Ende haben wird. Amen.